geht es vor allem um Reifenmanagement. Versuche das Ausbrechen in jeder Kurve zu kontrollieren. Sei besonders beim Beschleunigen am Kurvenscheitelpunkt vorsichtig. Jetzt nach, aber es dauert noch ein bisschen, bis die Strecke trocknet. Tempo war in dieser Runde sehr gut. Die Reifenabnutzung mehr oder weniger wie erwartet. Letzte Runde. Das ist die letzte Runde des Programms.
alles klar, das Programm ist abgeschlossen. Das sind annehmbare Daten, allerdings weit entfernt vom Optimalzustand. Könnte sich auszahlen, das nochmal zu versuchen. Unser Benzin reicht nicht für eine weitere Runde. Der Tank ist leer. Boxenstopp in dieser Runde, bitte. Boxenstopp in dieser Runde. Ich weiß, es ist verlockend, sich ganz und gar auf das Rennen zu konzentrieren. Aber wir sollten die Qualifying-Simulation nicht gänzlich außer Acht lassen. Versuche sie vor dem Ende des dritten freien Trainings durchzuführen. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Bottas, Verstappen und Sebastian Vettel. Was für eine unglaubliche Training.
testen wir Treibstoffmanagement, also versuche beim Einfahren in die Kurve die Lift-and-Coast-Technik anzuwenden. Sei nicht zu aggressiv am Gas, aber denk daran, du musst die minimale Rundenzeit unterbieten. Okay, du warst in dieser Runde nicht gut genug. Versuch es noch einmal. Gut, du musst dich noch verbessern. Fehler. Du wirst den Heckflügel nicht öffnen können. Wir suchen nach einer Lösung. Bleib auf der Strecke.
G19, du bist momentan auf Platz 19. Das DRS ist offline. Der Heckflügel ist unten. Du kannst also draußen bleiben, während wir daran arbeiten. Ein schneller Überblick über die Positionen. Hier sind die Top 5. Bottas, Albon, Stroll, Hamilton und Vettel. Also, knapp vor uns in dieser Session sind im Moment Gasly, Ocon und Latifi. Und wir sind vor Giovinazzi. Im Moment liegt die schnellste Runde bei 1 Minute 34,2. Okay, der Test ist beendet, aber wir haben leider nicht bekommen, was wir brauchen. Wir müssen nochmal beginnen. Das DRS hat einen Fehler. Du wirst den Heckflügel nicht öffnen können. Wir suchen nach einer Lösung. Bleib auf der Strecke. Diese Runde herein, bitte. Boxenstopp in dieser Runde. Das DRS hat einen Fehler. Du wirst den Heckflügel nicht öffnen können. Wir suchen nach einer Lösung. Bleib auf der Strecke. Reparaturarbeiten am Wagen haben uns etwas Zeit gekostet. Ich weiß, es ist verlockend, sich ganz und gar auf das Rennen zu konzentrieren. Aber wir sollten die Qualifying-Simulation nicht gänzlich außer Acht lassen. Versuche sie vor dem Ende des dritten freien Trainings durchzuführen. Offline. Es gibt einen Fehler im Heckflügelsystem. Bleib draußen, wir können von hier aus an dem Problem arbeiten. Bei diesem Programm geht es um ERS-Management. Dein Ziel ist es, die Batterie im Laufe einer Runde effizient einzusetzen, um die Zielzeit zu erreichen. Mit der Überholtaste wird die Batterie schnell geleert, aber dafür sorgt sie für maximale Leistung. DRS offline. Es gibt einen Fehler im Heckflügelsystem. Bleib draußen, wir können von hier aus an dem Problem arbeiten.
gut, die Energieverwaltung passt und die Geschwindigkeit auch. DRS offline. Es gibt einen Fehler im Heckflügelsystem. Bleibt draußen, wir können von hier aus an dem Problem arbeiten. Test abgeschlossen. Das war wirklich gute Arbeit. Wir haben ein paar wertvolle Informationen daraus gezogen. Programm abgeschlossen. Gute Arbeit. Test abgeschlossen. Das war wirklich gute Arbeit. Wir haben ein paar wertvolle Informationen daraus gezogen.
Wenn du während eines Boxenstopps etwas Spezielles wissen oder Änderungen am Auto vornehmen möchtest, kannst du mir das über Funk mitteilen. Aktiviere das System durch Drücken und Halten der Funktaste. Du kannst den Befehl aussprechen oder ihn manuell am Funkbildschirm auf der Multifunktionsanzeige auswählen. Während das Funkgerät aktiv ist, kannst du mit der MFA-Taste durch die Befehlsgruppen schalten. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1,38,5. Wir sind 13. auf dem Temporadar. 325,5 Kilometer pro Stunde. Schnell noch was zu den Reifen. Wir müssen die zwei am meisten abgenutzten Sets am Ende dieser Session zurückgeben. Sie sind dann sozusagen für immer weg, also überlege dir gut, wie du das einsetzt. Benutze keine Sets, die du später noch brauchst.
Vorsicht bei den Linkskurven 9 und 10. Der Scheitelpunkt kommt später, als du denkst. Geh mit einem flotten Eingangstempo in die 9. Damit hast du dann vom äußeren Streckenrand eine gute Einfahrt in die 10. Tritt aber nicht zu früh aufs Gas. Der Grip ist schlecht und wird erst ein gutes Stück nach dem Scheitelpunkt besser. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1 Minute 38,5. Auf dem Einstellungsbildschirm auf deiner Multifunktionsanzeige lassen sich diverse Einstellungen während des Fahrens vornehmen. Öffne die Anzeige mit der MFA-Taste und navigiere nach oben oder nach unten zur gewünschten Einstellung. Wir sind 13. auf dem Temporadar. 325,5 Kilometer pro Stunde.
unsere beste Runde liegt jetzt bei 1,38,5. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Sainz, Verstappen und Valtteri Bottas.